Heute schauen wir uns an, was die Herbst-Anime-Season 2022 uns zu bieten hat. Es könnte vermutlich eine der besten Seasons seit sehr langer Zeit sein, egal ob es um Fortsetzungen geht von Projekten, die schon seit mehreren Staffeln laufen, oder komplett neue Serien, auf die schon sehr lange hingefiebert wurde. Diese Season ist wirklich alles dabei. Und wir müssen natürlich mit der Tür ins Haus fallen. Es geht um den einen Titel, der einem auf die Leinwand gebrachten Gewaltexzess am meisten ähnelt. Die Rede ist selbstverständlich von Cyberpunk Edgerunners. Zählt das überhaupt zum Herbst? Man hatte die geniale Idee, diese Serie komplett im September auf Netflix herauszubringen. Das schützt sie natürlich davor, dass sie zwischen all den starken Serien im Oktober nicht einfach untergeht. Und der Plan ging voll auf. Denn Cyberpunk 2077 wird so viel gespielt wie seit dem Release nicht mehr. Nach dem Erfolg von Arcane und jetzt Edgerunners hoffe ich, wir werden mehr solche Cross-Media-Franchise-Projekte in der Zukunft sehen. Aber worum geht es überhaupt in dem Anime? Naja, sogenannte Edgerunners erledigen schmutzige Taten zu einem Preis, bei dem man nicht meckern kann, und das gepaart mit fantastischen Visuals und einem großartigen Soundtrack. Hier kommt es dem Ganzen zugute, dass ich beim Videospiel Cyberpunk 2077 bereits um Locations, Musik und das ganze andere drumherum gekümmert wurde und man diese nur noch in den eigenen Studio Trigger Anime-Style umwandeln musste. Und hat man das geschafft? Falls ihr es nicht schon bemerkt habt, ich bin ein wenig erkältet und werde diesen Redeteil einfach mal an Gekuk abgeben. Ich bin mir sicher, er hat da nichts dagegen. The first thing anyone will probably notice is Studio Trigger's footprint stamped all over the show. You know, as much as I like Trigger, recently when I saw their name attached to a project, especially if it was being led by this man, Hiroyuki Imaishi, I was starting to think I was watching a one-trick pony. I remember the first time I saw Gurren Lagann, I was blown away by the sheer absurd over-the-top hype contained in it. Then I saw Kill la Kill, and I was slightly less blown away by the sheer absurd over-the-top hype contained in it. Then I saw Promare, and I was puffed away by the sheer absurd over-the-top hype contained in it. And then I saw they were doing an episode of Star Wars Vision, and I was like, is there gonna be some sheer absurd over-the-top hype contained in this? Yep, there it is. Now, did Edgerunners have some sheer absurd over-the-top hype contained in it? Yes, but it was actually kind of muted in comparison to all that other stuff. Persönlich fehlt mir die over-the-top Anime-Action, die Studio Trigger sonst immer abliefert, ein bisschen. Weil wenn ich Studio Trigger sehe, dann möchte ich Sachen sehen, die einfach nur in diesem Medium möglich sind. Nur ein kleines Beispiel. Hier haben wir Main, das ist ein Typ, der hat sich komplett zugeballert mit irgendwelchen cyberkinetischen Enhancements und ist deswegen so ein richtiger bulky Motherfucker. Dennoch sieht er ja eigentlich nur aus wie ein ziemlich großer Mann. So. Und hier haben wir den Charakter Gamagori aus Kill la Kill und der ist einfach nur ziemlich groß, aber hat auch eine sehr raumeinnehmende Präsenz, die gerne auch mal visuell dargestellt wird. So ein Unsinn fehlt mir einfach in Cyberpunk Edgerunners, aber ich sag mal, das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau und ansonsten ist das wirklich eine sehr runde Serie. Und hier geht es wirklich nur um meine persönlichen Präferenzen. Und jetzt habe ich euch genug gebadet. Ich war für dieses ganze Video hier schon mal im Livestream auf MyAnimeList und guckte dort durch die Serien. Das Ganze war mir persönlich aber zu unstrukturiert, weshalb ich es hier nochmal aufnehmen wollte. Konnte ja keiner ahnen, dass ich dazwischen krank werde. Die Serie mit dem größten Hype um sich herum ist auf jeden Fall Chainsaw Man. Und soll ich euch was sagen? Ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß, dass sich der Manga selbst in Amerika wie geschnitten Brot verkauft und das ist etwas, das ohne eine Anime-Adaption wirklich schon einem Wunder gleicht. Aber ansonsten halte ich es wie die drei Affen und habe alles an Input zur Serie ignoriert, da ich sie so frisch wie möglich erleben möchte. Ich habe natürlich die Trailer gesehen und die sehen auch unglaublich gut aus. Wenn man nach Jujutsu Kaisen gehen kann, dann versteht es MAPPA mittlerweile einfach konsequent gute Arbeit abzuliefern. Und wenn wir schon von Studio MAPPA sprechen, dann führt natürlich kein Weg um dieses Thema herum. Bezahlung. Entsetzt war ich, als ich feststellte, man brüstete sich bei Studio MAPPA, dass neue Angestellte im Monat umgerechnet 2100 Dollar verdienen. Die bekommen monatliches Gehalt. Was schon mal selten ist bei Entry-Level-Animation-Positions. Oh, monatliches Gehalt. Wie großzügig. Außerdem ein paar Urlaubstage im Befall bezahlte. Und einen monatlichen Bonus. Und hier irgendwelche Familienzuschläge, keine Ahnung. Und dann hier ein Gehalt von 2100 Dollar im Monat. Und dass das schon höher als der Industriestandard ist, das ist ein bisschen traurig. Noch entsetzter war ich, als ich feststellte, das ist wirklich etwas, womit man sich brüsten kann. Alle Studios bezahlen ihre Zeichner so schlecht. Der Gründer des Studios hat Steuerhinterziehung betrieben. 1,25 Millionen US-Dollar. Das ist halt so geil. Du musst dir das überlegen. Du bezahlst deinen Goonies nicht mal 500 Dollar, aber selbst
kannst du einfach mal 1,25 Millionen Dollar unterschlagen. Die musst du nicht unterschlagen, wenn du die den Leuten auszahlst. Es ist so eine Scheiße alles. Diese Industrie lebt von der Ausnutzung ihrer Arbeiter und als Fan weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich dagegen tun soll. Es gibt jeder Animation so einen schlechten Beigeschmack, weil man denken muss, wurde diese Szene in unzähligen unbezahlten Überstunden gezeichnet, in der Hoffnung eines kleinen Zeichners, er wird nach seinem befristeten Arbeitsverhältnis in die Firma übernommen. Ja. Die dritte Staffel Mob Psycho 100 ist der Anime, auf den ich mich persönlich am meisten freue. Mob ist ein unscheinbar aussehender Charakter, dem unglaubliche psychische Kräfte innewohnen. Vermutlich ist er die stärkste Entität in seinem Universum. Wer hier Parallelen zu One Punch Man erkennt, der hat ein gutes Auge. Beide Serien stammen nämlich aus derselben Feder. Ich persönlich mag Mob Psycho 100 jedoch mehr, weil mir die Story drumherum mehr gefällt. Mob interessiert nämlich dieser ganze Kram mit den psychischen Kräften gar nicht. Er hat seine eigenen Probleme, die ein schüchterner Junge in seinem Alter nun mal hat. Noten, Mädchen, seine nicht vorhandene körperliche Fitness. Mob ist einer von uns. Und mit seiner Art zieht er alle, mit denen er in Berührung kommt, vom Trickbetrüger bis hin zum bösen Geist, in seinen Bann. Jeder, der Mob lange genug kennt, möchte ihn unterstützen. Auch wir als Zuschauer sehen uns plötzlich in einer Rolle, in der wir Mob bei den trivialsten Dingen, wie zum Beispiel einem Schulmarathon, anfeuern. Und nur wenige Folgen später sehen wir dann ein riesiges Actionspektakel, in dem mehrere Menschen mit psychischen Kräften eine Stadt komplett auseinandernehmen. Auch das ist Mob Psycho 100. Der Anime, auf den die drittmeisten Leute bei MyAnimeList warten, ist Spy X Family, der zweite Part. Hierzu sei gesagt, der erste Part von Spy X Family ist eine sehr beeindruckende Comedy, die sich etwas traut, was zuvor noch nie eine Comedy-Serie sich getraut hat. Sie hat es geschafft, 3 Folgen lang einfach nicht witzig zu sein. Erst ab der 4. Folge muss ich sagen, man hat einen guten Flow gefunden, um Story und Humor miteinander zu vereinen, und ab da ist es auch wirklich eine sehr okaye Comedy-Serie. Spy X Family steht für mich stellvertretend für das, wofür dieses ganze "Uns werden 30 verschiedene Serien die Season in unser Wohnzimmer gestreamt, man weiß gar nicht mehr, was man gucken soll", steht. Früher, als man das nicht hatte, musste man sich überlegen, okay, wir haben nur so 5-6 Serien, die von irgendwelchen Fansabbern übernommen wurden, das heißt, die können wir uns gucken, aber wenn da jetzt nichts dabei ist, was uns interessiert, dann müssen wir zurückfallen auf die Serien, die wir schon haben. Und guckt man zum Beispiel, was sind denn Comedy-Serien, die andere Leute schon mal empfohlen haben? Und dann sieht man, dass da unglaublich gute Sachen dabei sind, wie zum Beispiel Nichijo. Oder Daily Life of High School Boys. Aber für sowas interessiert sich ja keiner mehr. Weil Spy X Family wird mir direkt zu Hause auf meinen Fernseher gestreamt, also wieso sollte ich mich informieren, ob es nicht vielleicht bessere Alternativen gibt? Den Rest machen wir jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf. My Hero Academia, die 6. Staffel. Entweder du bist so tief drin, dass du jetzt in der 6. Staffel auch nicht mehr aufhören kannst, oder du interessierst dich einfach nicht dafür. Mehr gibt es da, denke ich, nicht zu sagen. Eine neue Staffel Bleach. Sehr interessant, großes Problem, Disney Plus hat die Lizenz dafür. Was bedeutet das für uns? Keine Ahnung. Habt ihr schon mal irgendeinen Anime auf Disney Plus gesehen, der gesimulcastet wurde? Nein, auf jeden Fall nicht in Deutschland. Und ich habe auch keinen von den Sachen, die mal gesimulcastet wurden, gesehen, dass die jetzt am Stück irgendwann bei uns rausgebracht wurden oder so. Die verschwinden einfach. Disney Plus frisst Animes auf. Das heißt, es bleibt einem keine andere Wahl, als sich diesen irgendwo illegal anzugucken. So leid es mir tut. Ansonsten kommt noch mit Blue Lock ein Sportanime über Fußball, wo ich zu dem Manga tatsächlich gehört habe, dass der echt gar nicht mal so schlecht sein soll. Und wo ich von dem einen Trailer, den ich gesehen habe, auch eigentlich überzeugt war, dass der Anime auch was taugen kann. Mein Interesse hat er geweckt, im Gegenteil zu all diesen Anime, wo dran steht, dass die Quelle einfach irgendein Light Novel ist und dass das Thema irgendwie Isekai ist und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die hat man jetzt mittlerweile tatsächlich alle schon mal gesehen, ihr könnt mich nicht mehr überraschen. Außerdem sind diese Anime immer nur Werbung für die Light Novels und das große Problem da drin ist, dass das bedeutet, die Anime haben keine fertiggestellte Story und du hörst irgendwo mittendrin auf und sollst dann natürlich die Light Novels weiterlesen, die meiste Zeit nicht mal außerhalb Japans verfügbar sind. Urusei Yatsura ist einer von den Titeln, wo man definitiv ein Auge drauf haben sollte, einfach weil er ein Manga-Klassiker, der 1978 gestartet ist, verfilmt, wenn man das so sagt. Und dieser hat quasi die Grundlage für so Comedy-Romance-Sachen tatsächlich gelegt in vielen Situationen.
der Charakter-Archetype der Tsundere ist zum Beispiel hier entstanden. Und das heißt, einfach so aus dem, ja, ich sag's jetzt mal albern, aus einem historischen Interesse sollte man sich hier definitiv mal ein paar Folgen ansehen. Auch schon fast historisches Interesse ist, dass es jetzt plötzlich eine zweite Staffel vom Kandai Collection Anime gibt. Da gab es die erste Staffel irgendwie 2014 oder so. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es hier noch um dieselben Charaktere geht oder nicht. Das Ganze ist so oder so ja nur Promo für ein Gacha-Game tatsächlich. Und für mich persönlich eines der ersten Gacha-Games, von denen ich jemals gehört habe. Das heißt, hier ist wieder der historische Kontext. Wenn ihr wissen wollt, warum der mobile Handyspielmarkt in Japan so ist, wie er ist. Ich glaube, Kandai Collection hat seinen Teil gut dazu beigetragen. Ansonsten haben wir die zweite Staffel vom fleischgewordenen Shitpost Pop Team Epic, wo es mittlerweile die erste Staffel auch auf Netflix bei uns gibt, also da sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Es ist definitiv eine Erfahrung. Mit jedem Satz, den ich hier rede, sterbe ich gerade mehr und mehr. Das heißt, ich lasse jetzt komplett mich aus der Vergangenheit einmal das Video übernehmen und hoffe, dass der Mann nicht zu viel Unsinn gelabert hat. Also was man mehr will. Renai Flops, keine Ahnung, ist Original. Original, die tun sich immer besonders schwer, ne? Die gucke ich eigentlich am liebsten, weil da weiß man nicht, was man zu erwarten hat. Man weiß aber ganz genau, die gehen meistens zu Ende. Die sind in einer Staffel fertig und nicht so wie hier Mob Psycho 100 ist dann schon die dritte Staffel. Chainsaw Man heißt zwar jetzt nur Chainsaw Man, aber du weißt ganz genau, es werden nicht alle 100 Kapitel, die es bis jetzt gibt, beziehungsweise mittlerweile schon mehr. Der erste Part Chainsaw Man quasi war 100 Kapitel lang. Der wird nicht in einer Serie drin sein, das glaube ich nicht. My Hero Academia, schon sechste Staffel. Das Ganze, das ist immer ganz ärgerlich. Diese ganzen Light Novel Adaptionen, die hier sind, du weißt ganz genau, es wird nur bis zu einer bestimmten Story Arc fortgesetzt und dann gibt es mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Fortsetzung. Das ist alles nur Promo für die Light Novels im Endeffekt und ob die überhaupt jemals aus Japan rauskommen, ist auch immer schwierig. Deswegen mag ich Original-Serien, aber die sind halt sehr oft Hit or Miss und meistens irgendwie Miss. Die fünfte Staffel Yowamushi Pedal ist mittlerweile auch so ein Ding, hat sich ausgelutscht, tut mir echt leid, ich finde es auch eine Frechheit. Die sind die schlimmsten Übeltäter überhaupt, weil die hören mit ihren Staffeln immer mitten in Turnieren auf und so. Und wenn man jetzt hier reinklickt und sich das Prequel anguckt, dann kam die letzte Staffel 2018 raus und die haben dann mitten im Turnier einfach aufgehört und erwarten jetzt von mir, dass ich mich darauf freue, dass das 2022 weitergeht. Ansonsten wird er Fahrrad gefahren. Ist ein solider Sportanime tatsächlich. Hier Yamano Susume. Das ist ein Banger. Das ist, ich nehme es zurück, hier Do-It-Yourself-Dings, kann einpacken. Das hier wird mein Feel-Good-Anime. Wir sind mittlerweile bei 30-Minuten-Episoden angekommen. Das hat mal angefangen als eine kleine Serie, die, das ist erstmal ein Manga, oder? Adaption, ja. Als kleine Serie, die, wir müssen mal ganz Prequel, guck mal, wie viel da schon ist. Nochmal Prequel, Second Season. Und dann nochmal Prequel. Side Story. Noch ein Prequel. Damn, und da sind wir angekommen. So, das ist die erste Staffel. Die erschien 2013. Und da war eine Folge 3 Minuten lang. Das muss ich mir vorstellen. Das war so ein kleines 3-Minuten-Dings. 12 Folgen. 3 Minuten. Nix. Nix hatten die. Und die haben sich hochgearbeitet. Wie als hätten sie einen Berg erklommen, diese kleinen Mädchen. Haben sie sich hartnäckig Stück für Stück hochgearbeitet und sind jetzt da angekommen, dass sie es geschafft haben, 30 Minuten Folgen zu haben. Ich bin so unglaublich stolz auf sie. Ich werde mir jede Folge angucken und dabei eine Träne vergießen. Was ist denn Iyashiki für ein Dingens? Means healing. And Iyashiki refers to anime and manga that heal the audience by instilling a calming feeling or evoking emotional catharsis. Das fühle ich. Das fühle ich. The story of four friends who each have a secret they cannot share with each other. Ich glaube, das ist unironisch der schlechteste Anime. Also wenn ich ein was in Animes hasse, dann ist es, dass irgendwelche Probleme dadurch entstehen, dass die Charaktere einfach nicht miteinander reden. Und das hier ist einfach die ganze Synopsis von der Story.
dass die vier nicht miteinander reden. Aber das Bild hier ist auch schon geil. Da siehst du, die hier ist Ninja, die keine Ahnung, irgendwas mit Strom. Hier wird zu Hause geschlagen oder so. Und die hier ist in Wirklichkeit Hitler. Das würde ich meinen Freunden, glaube ich, auch nicht sagen wollen. Aber man weiß es nicht. So, der hier, ne? Möchte ich gar nicht aussprechen, oder? Uchi no Shisho wa Shippo Ganai. Da habe ich mal was zu gesehen. Das hier, das ist das Video, was ich meine, was ich mal gesehen habe. Vor 2 Jahren schon. Da war von Anime noch keine Spur und trotzdem hatten die schon so einen hier. Wo die eine Rakugo-Geschichte erzählt, aber auf dem Beat. Und das fand ich ein Banger. Und da habe ich gedacht, wenn das jemals als Anime rauskommt, dann werde ich mir das reinziehen. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Hier ist irgendwas mit... Also da habe ich schon die Beschreibung gelesen. Das ist super großartig. Da wird einer als ASMR-Headset wiedergeboren. Und dann hier 3-Minuten-Episoden. Das heißt, in jeder Episode wird er wohl bei einem anderen Mädchen auf dem Tisch stehen und die wird ihm ins Ohr flüstern. Und da muss man einfach mal klatschen. Weil das ist, glaube ich, das Klügste, was man machen kann, um ASMR-Fetisch in einem Anime unterzubringen. Einfach zu sagen, okay, was ist, wenn einer als ASMR-Mikrofon wiedergeboren wird. Ja, und das war eigentlich so ziemlich alles Erwähnenswerte in dieser Anime-Season. Und es war vor allem auch super interessant, wie ich dieses Video irgendwie zusammenflicken musste. Life is a bitch, I guess. Was gibt's sonst zu sagen? Sowas wie, was ist euer Highlight? Schreibt's in die Kommentare, lasst ein Like da, whatever. Auf Wiedersehen. Ein Like gleich eine schnellere Genesung oder so. Ich weiß es doch auch nicht.